Zwei weitere Begriffe ein. Den Potenzialbegriff haben wir jetzt schon gehabt. Ja. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass man nach dem neuen Rechtschreibung Potenzial mit Z oder mit T schreiben kann. Ja, T ist schöner. Also, Potenzial schreibt man so. Gut, und wir haben hier, also in dem Block haben wir nur ein paar Begriffe. Das ist, ansonsten, es kommt jetzt eigentlich nichts Neues. Wir definieren jetzt einfach nur ein paar Namen für Sachen, wo man sonst jedes Mal sagen, weißt eh, das Ding, das so und so, und jetzt geben wir dem einen Namen, dann können wir leichter drüber reden. Also, der erste Begriff ist Netzwerk. Und eine Schaltung nennt man einfach manchmal auch Netzwerk. Das ist einfach genau das gleiche Ding. Und wenn man zum Beispiel liest, Netzwerksimulator, und man weiß jetzt schon, es geht eben um Elektrotechnik, dann hat das irgendwie jetzt nichts mit Datennetzwerken, Internet und so, die simuliert werden, zu tun, sondern da geht es einfach nur um Schaltungssimulation. Und irgendjemand findet halt, dass Netzwerksimulator besser klingt als Schaltungssimulator, also heißt das dann so. Also wenn wir von einem Netzwerk reden, das ist einfach nur eine Schaltung, die wir halt dann vielleicht so als Schaltplan aufgezeichnet haben. So, in einem Netzwerk haben wir jetzt Knoten. Und das ist jetzt ein wichtiger Begriff. In diesem Netzwerk haben wir Knoten. Und ein Knoten ist einfach all die Punkte, die mit Linien direkt verbunden sind. Das heißt, in dieser Schaltung hier haben wir zwei Knoten. Wir haben einen Knoten hier oben. Das ist ein Netzwerkknoten. Das ist ein Bereich, das ist alles direkt mit Linien verbunden. Das da unten gehört zu dem Knoten nicht dazu, weil damit ich von hier nach da kommen kann, muss ich über ein Bauteil drüber. Aber in diesem Bereich hier kann ich mich frei bewegen, indem ich nur den Linien folge. Und so eine Einheit, die nennt man eben Netzwerkknoten. Und dann haben wir noch einen zweiten Netzwerkknoten, nämlich unsere Bezugsmasse. Das ist das hier. Wie viele Netzwerkknoten haben wir hier? Drei? Ja, kommt hin. Das ist der eine. Das ist der zweite. Also man sieht eh schon, wenn ich nur schaue, welche Linien kann ich einfärbeln, ohne den Stift abzusetzen. Diese Einheit von all diesen Linien, das ist ein Netzwerkknoten. Wenn wir von Überkreuzungen absehen. Also wenn das Netzwerk planar aufgezeichnet ist. Dass es ohne Überkreuzungen auskommt. So, und so ein Netzwerk besteht eigentlich nur aus Netzwerkknoten. Ich sage irgendwie, es gibt Knoten 1, Knoten 2, Knoten 3 oder Knoten A, B, C. Und dann sage ich quasi, dieses Bauteil verbindet Knoten A und B und dieses Bauteil verbindet Knoten A und C. Und genau das können wir hier machen. Wir können irgendwie sagen, das ist das der Knoten A, das ist der Knoten B, das ist der Knoten C. Und dann könnten wir irgendwie sagen, naja, die Batterie verbindet A mit C und bei A ist der Pluspol. Das Ampermeter verbindet A mit B und der Widerstand verbindet B mit C. Das könnte ich einfach als Text doch aufschreiben und damit ist die gesamte relevante Information zu dieser Schaltung drinnen. Das ist vielleicht nicht so schön wie dieser Schaltplan, aber alles, was in diesem Schaltplan darüber hinaus drinnen ist, hat nur kosmetischen Charakter. Also, wenn ich den irgendwie ganz anders zeichne, aber immer noch diese Zuordnungen von das sind die Netze, also das sind die Netzwerkknoten und so werden die von einem Bauteil verbunden, dann ist es immer noch die gleiche Schaltung, also es ist immer noch das gleiche Netzwerk. Und die ersten Schaltungssimulatoren, also SPICE zum Beispiel, da habe ich auch keinen Schaltplan zeichnen können, sondern da habe ich das genauso gemacht. Da habe ich gesagt, es gibt Netze 1, 2, 3, 4, 5 und das Bauteil so und so vor verbindet die Netze 1 und 3 und dieses Bauteil verbindet die Netze 4 und 5. Und so habe ich eben einen Textfile, eine lange Liste angegeben und das hat dann simulieren können. Das ist nicht sehr anschaulich, aber es ist eben die gesamte Information, die notwendig ist, um
um so ein Netzwerk zu beschreiben. Und der Rest ist nur halt eine schöne grafische Darstellung, damit man sich was besser darunter vorstellen kann und im Kopf dann sagen kann, da fließt der Strom von links nach rechts, aber das hat eigentlich überhaupt keine zusätzliche Bedeutung, die das trägt. So, welche Eigenschaften hat so ein Netzwerkknoten? Also erstens mal ist er aus Sicht der Schaltungsanalyse. Und was wir jetzt machen, ist im Wesentlichen Schaltungsanalyse. Wir uns überlegen uns, wie man die verschiedenen Dinge durch Zahlenwerte ausdrücken kann und wir dann diese Zahlenwerte mit anderen Zahlenwerten zusammenspielen. Und aus der Sicht der Schaltungsanalyse ist eben so ein Netzwerkknoten atomar. Das hat überhaupt keine Bedeutung, wie ich Linien zeichne, wie der intern strukturiert ist, weil der hat keine interne Struktur, sondern der verbindet einfach nur all diese Anschlüsse von Bauteilen miteinander. Und daraus folgt doch, der hat genau ein so ein elektrisches Potenzial. Also ich habe einen Widerstand, habe ich einen Spannungsabfall. Der kann am einen Ende vom Widerstand, und nach dem Ohmschen Gesetz muss sogar, wenn er vom Strom durchflossen wird, kann am einen Ende und am anderen Ende ein anderes Potenzial sein und damit fällt dann Spannung an diesen Widerstand ab. Innerhalb von so einem Netzwerkknoten kann das nicht passieren, per Definition. Wir wissen, in realen Schaltungen brauche ich dann da ein Kabel und an dem Kabel, der hat seinen Widerstand, da kann wieder eine Spannung abfallen, aber wenn ich hier einen Netzwerkknoten habe, dann gibt es diese Effekte einfach nicht. Das ist ein idealisiertes Modell und da kann ich eben jedem dieser Knoten ein Potenzial zuordnen. Und das ist eben auch ganz wichtig, weil mir das sagt, wie viele Zahlenwerte ich brauche, um die Schaltung zu beschreiben. Wenn ich eine Schaltung habe und ich sehe, bei dieser Schaltung gibt es jetzt zum Beispiel 5 Netzwerkknoten, dann weiß ich, es gibt 5 Potenziale, die ich mir ausrechnen kann. Und dann sage ich bei einem dieser Knoten, du bist jetzt meine Masse, dann hat sich es mit dem Rechnen schon erledigt, weil die Masse hat per Definition 0 Volt. Und dann bleiben 4 Zahlenwerte, die es noch zu berechnen gilt. Also darum ist das wichtig, weil daraus können wir direkt ableiten, wie viele Zahlengrößen gibt es eigentlich, mit denen wir da arbeiten müssen. Ja, die Masse ist ein Netzwerkknoten, schon gesagt. Und dann gibt es noch den Begriff Zweig. Und Zweig ist einfach die Verbindung von 2 Knoten über ein Bauteil. Also wenn wir diesen Widerstand betrachten, dann können wir auch quasi von dem Zweig, der B und C verbindet, reden. Und das ist dann, es gibt 2 Zweige von B nach C. Nein, da gibt es, wenn das A, B, C, D und E ist. So, da gibt es hier mehrere Zweige von D nach E. Und das sind eben diese ganzen Bauteile da. Also das ist auch einfach nur wieder ein Begriff. Wenn man das dann abstrahiert, dann redet man halt nicht mehr von Bauteilen, weil ein Bauteil ist halt irgendwie sowas da, was man irgendwie angreifen kann. Und wenn ich das dann abstrahieren möchte und ich möchte irgendwie in mathematischen Begriffen davon reden, dann kann ich das besonders gescheit machen. Dann sage ich einfach Zweig dazu. Das kommt einfach aus der Graphentheorie. Okay, Fragen. Also das Bauteil selber wird Zweig gemacht? Ja. Warum nennt man Haus Haus? Da gibt es verschiedene Themen. Also der Begriff Zweig kommt aus der Graphentheorie. Was wir im Grunde machen, ist, dass wir einen Graphen beschreiben. Und wenn jemand aus der Informatik kommt, dann kennt er da vielleicht das schon. Und dann kennt er auch diese Begriffe Knoten und Zweige für Graphen schon ganz gut. Und das hat man einfach hier übernommen, weil man eben hier auch mit Mitteln der Graphentheorie beschreibt, wie diese Schaltung arbeitet. Von dort ist einfach der Begriff übernommen, weil er das Gleiche ist. Also es ist ein Graph, den wir hier haben. Wir haben letztes Mal schon zur Stromrichtung schon gesagt, so technische versus physikalische. Und die Conclusio war einfach, uns interessiert nur die sogenannte technische Stromrichtung. Und es ist auch nicht richtig zu sagen, die physikalische Stromrichtung ist von Minus nach Plus, sondern da muss ich nachschauen, was leitet eigentlich gerade den Strom. Und wir haben uns zum Beispiel den sogenannten Ionenwind angeschaut, wenn in einer Funkenstrecke ionisierte Luftteilchen sich bewegen. Die bewegen sich zum Beispiel von Plus nach Minus, weil sie Kationen sind, die eben positiv geladen sind. Das heißt, man kann auch gar nicht sagen, die physikalische Stromrichtung ist von Minus nach Plus, sondern wenn ich die physikalische Stromrichtung wissen möchte, dann muss ich mir genauer überlegen, was
ist eigentlich die Ladung, die da transportiert wird. Wie funktioniert dieser Ladungstransport? Und dann kann das so oder so sein. Das ist für uns völlig unhandlich. Uns interessiert das gar nicht. Darum sagen wir einfach, okay, wir legen fest, technische Stromrichtung von Plus nach Minus. Auch wenn wir wissen, dass in 99% der Fälle die tatsächlichen physikalischen Ladungsträger sich in der anderen Richtung bewegen. Sonst Fragen? So, dann machen wir diese Diskussion. Die Linien in einem Schaltplan symbolisieren ideale elektrische Leiter ohne Widerstand. Was bedeutet das im Zusammenhang mit dem Begriff des Netzwerkknotens und des Ohmschen Gesetzes? Im Grunde ist das nur etwas, was wir gerade oben auch schon besprochen haben. Dass man die in beliebiger Reihenfolge verbinden kann, also alle, die durch eine Linie verbunden sind und auch mit beliebiger Länge. Ja, das sind Eigenschaften, aber das ist nicht die Eigenschaft, auf die das hier Absatz hinaus möchte. Ja. Dass man die Widerstände messen kann, oder als Differenz zwischen den... Das vielleicht, dass alle, also alle Zweige oder alle Punkte, die an den Netzwerkknoten hängen, mit 0 Ohm miteinander verbunden. Ja, und daraus folgt was? Vielleicht keine Spannung auf. Dass die Netzwerkknoten überhaupt existieren, was soll es? Es fällt keine Spannung auf. Es fällt keine Spannung auf. Das ist der wesentliche Punkt. Das ist genau das, was wir oben gehabt haben. Der Netzwerkknoten ist immer auf einem Potenzial. Damit, dass die Verbindungen 0 Ohm haben und wir gesagt haben, U ist R mal I und U ist der Spannungsabfall. Wenn R 0 ist, dann muss auch dieses U 0 sein. Das heißt, der Spannungsabfall ist 0, das heißt, die ändert sich nicht, die Spannung. Und wir haben genau ein Potenzial für diesen gesamten Netzwerk. Aber jetzt, das heißt ja, dass es gar nicht Netzwerkknoten ist. Das ist ja deine Definition von Netzwerkknoten. Eine Definition von Netzwerkknoten? Ja. So, Netzwerkknoten ist die Einheit aus allen Punkten, die... Ja, das ist eine Eigenschaft. Ja, das ist eine Eigenschaft. Also... ja, ich habe vorher gesagt, es ist das, was vorher schon gekommen ist, aber unsere Definition ist das. Und auf diese Eigenschaft wollte ich hinaus. So, also das ist... Das ist die wichtigste Eigenschaft, die wir haben. Dass das quasi, das ist alles ein Ding. Und alles ist gleiche Potenzial. Das ist eine Übung? Ah, das ist eine Übung, das kannst du schon sehen. Vergeben Sie im folgenden Schaltplan Namen für alle Netzwerkknoten und zeichnen Sie sie ein. So. Gut, dass du mich aufmerksam machst. Ich habe das jetzt nochmal neu gezeichnet. Wenn man reinzoomt, sieht man, das ist unterbrochen. Genau, also das ist ein bisschen, das ist so zum Aufpassen. Okay, wie viele Netzwerkknoten haben wir? 4. Masse 4? 4. Masse 1. Ja, jetzt sind wir Masse 1. Das ist die Masse. Das ist die Masse. Wer ist für 5? Wer ist für 4? Davon 4. Wer ist für 3? Ah, ich hätte nicht gedacht, dass jetzt mal was kommt. Wer ist für 2? Wer ist für 6? Okay, also demokratisch wissen wir mal, es ist irgendwas zwischen 3 und 5. Ja.
Schauen wir mal. Also, fangen wir mit der Masse an. Das ist ein einfacher Knoten. So, die Masse, wo geht die überall hin? Das ist auch noch Masse. Und das ist auch noch Masse. So, das ist der erste. So, dann haben wir hier einen zweiten. Nicht? Der geht einfach nur daher und daher. Das ist der zweite. So, und dann haben wir hier einen kleinen Knoten, der verbindet nur die beiden. Dritter. Und dann gibt es diesen gemeinen, der da so gezeichnet ist mit dem Widerstand, völlig unmotiviert auf der anderen Seite vom Schaltplan. So, also wir haben hier vier Knoten. Das heißt, es gibt in diesem Schaltplan auch nur vier Potenziale, für die wir uns interessieren können. Es gibt das Ground-Potential, das ist trivial, das ist 0. Und dann gibt es das Potential da oben, das ist auch ziemlich trivial, das ist einfach das, was diese Batterie hergibt. Also wenn diese Batterie eine 9-Volt-Batterie ist und wir sagen schon, der Anschluss liegt auf 0 Volt, dann muss das Potential da oben 9 Volt sein. Und dann gibt es noch diese beiden Punkte in der Mitte, diese beiden Netze, die sind die interessanten. Da kann man sich jetzt überlegen, wie man sich die ausrechnet. Dazu kommen wir noch. Im Augenblick können wir uns das nicht ausrechnen. Aber wir werden das machen. So. Namen und Einzeichnen haben wir gemacht. Perfekt. Gut, dazu Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Ja? Wenn man in Schaltplänen von Netzwerkknoten spricht und diese beschreibt, gibt es irgendeine Namenskombination, weil zuerst haben wir A, B, C, jetzt haben wir 1, 2, 3 und auch die Herangehensweise, wie ich sie aufzähle, dass ich jetzt zum Beispiel beim Ground anfange oder zuerst im Fußball. Nicht, dass mir was bekannt wäre. Also das machen auch die unterschiedlichen Programme unterschiedlich. Es gibt dann, also das BICE zum Beispiel, da haben alle Netzwerke einfach nur Nummern. Was besonders übersichtlich ist, wenn man dann irgendwie, ach, das Netzwerk 25. Und die besseren Programme, wo man irgendwie so Schaltpläne zeichnen kann und so, die vergeben einfach Namen, wo ich einen Namen hinschreiben kann und wo ich halt keinen Namen vergibt, macht das zum Beispiel net und hängt eine Zahl hinten dran. Wenn man es mit der Hand rechnet, da geht man oft her und bezeichnet die Netze selber gar nicht, sondern nur die Potenziale. Und dann sagt man einfach, das nenne ich jetzt U1 und das nenne ich U2 und das nenne ich U3. Und damit ist eh klar, dass ich quasi zu U2 kann halt alle Anschlüsse, die an diesem Netz verbunden sind. Aber da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Nomenklaturen. Mit dieser Beschreibung aber auch nur etwas anfangen, wenn ich einen gezeichneten Schaltplan ja. habe, der das beschreibt. Ja, ja. Oder ich habe den in einer anderen Art und Weise aber auch schon das entsprechend mitdefiniert. Heute hat das halt meistens gezeichnet. Also es ist zwar, wenn ich Simulationsprogramme verwende, im Hintergrund gibt es immer noch Sachen, das arbeiten mit dieses Weiß, aber als Nutzer sehe ich immer noch meine grafische Oberfläche und die kann man dann auch in den Schaltplan die Potenziale eintragen. Das ist das, ja. Das ist ein Vierer. Genau, das hört immer noch zusammen, aber durch die Zeichnung, das ist halt schon unterbrochen, aber es ist immer noch das Gleiche. Und wenn ich jetzt die Innenhalte von Zweier Ampere messe, dann habe ich die total dieselbe, aber ich bin... Ja, wenn du die 2 Ampere misst, ja. Dann musst du ja zum Beispiel hier aufsteigen. Und dann hast du zwei Netze. Also ich verwende jetzt immer Netze für Netzwerkknoten, aber das ist halt ein weiterer Begriff, der üblich ist, dass man einfach sagt, das ist ein Netz und das ist ein anderes Netz. Aber es ist halt blöd, weil man kann Netz halt mit Netzwerkknoten oder man kann Netz für ganze Netzwerke verwenden. Also wenn ich da durchschneide, habe ich zwei Netzwerkknoten, dann habe ich halt meine Schaltung verändert. Aber du schreibst ja vorher in Netzwerkknoten ganz genau ein elektrisches Potenzial. Ja, tut es ja auch. Aber wenn ich den Strom messen möchte, also ich habe ein Potenzial im ganzen Netzwerk, aber es gibt Stellen. Verwechslung Spannung und Strom. Also die Spannung ist genau. Gleich. Die Spannung ist gleich und Strom gibt es auch Stellen, wo Strom reinfließt und Stellen, wo Strom rausfließt. Also die technische Stromrichtung würde in diesem Fall, wenn wir sagen, hier ist wirklich ein Plus, setzen wir einfach raus, eine Batterie ist mit einer positiven Spannung, dann wird da so ein Strom fließen.
also ein Teil davon wird hier reinfließen, ein Teil wird da weiterfließen und da immer noch, aber das alles auf dem gleichen elektrischen Potenzial. Außerdem fließt der Strom, genauso wie ich in einem Rohrsystem ja auch ein ebenes Rohr machen kann und dann fließt halt da Wasser durch. Wenn ich auf der einen Seite Wasser reinstecke, muss es auf der anderen Seite wieder rauskommen. Aber trotzdem liegt das Rohr, wenn es eben ist, überall auf dem gleichen Höhe über dem Meeresspiegel und würde hier das elektrisch alles auf dem gleichen elektrischen Potenzial liegen. Habe ich jetzt mehr verwirrt oder mehr zur Klärung beigetragen? Ja, gegen ja. So, ich glaube, es ist ein guter Augenblick für die Pause. Kann man ein bisschen ausrauchen, man kann mit den Kollegen aus dem Kurs darüber reden, wie das jetzt ist mit dem. Könnt ihr auch mit mir darüber reden und wir machen dann so in vielleicht 15 Minuten weiter.